Jo, meine Freunde, was geht? Wir hören jetzt den heftigsten Real Talk von Montana Black. Montana Black ist vielleicht einigen von euch vom Begriff, ist so ein kleiner Streamer. Ja, ist eigentlich nicht weiter der Rede wert, macht ganz okay Streams auf jeden Fall. Ne, hören wir einfach mal rein. Dankeschön für den verschenkten Sub, Ehre. Wenn ich dir 10 Millionen geben würde, würdest du mit Social Media aufhören? Boah, 10 Millionen ist ein gutes Angebot, ne? Ich glaube, da würde ich... Warte, das ist jetzt die Frage im Titel, 10 Millionen Euro investieren, ehrlich? Junge Mary, Bro, dankeschön. Der gesunde Menschenverstand sagt mir ja. Und ich sag dir auch warum. Sagen wir 10 Millionen, ob steuerfrei oder Steuer. Er hat mich einfach komplett hops genommen jetzt, ne? Ich dachte halt, er investiert wirklich in irgendwas 10 Millionen rein. Keine Ahnung, Kuchen-TV oder so, weißt du? Ich würde wahrscheinlich über die nächsten 4 Jahre, 5 Jahre mehr verdienen. Aber der gesunde Menschenverstand, der halt da ist, Bruder, dann hast du für dein Leben ausgesorgt. Ich würde es wahrscheinlich in einer Phase machen, wo mir Social Media keinen Spaß mehr macht. Dann würde ich es, glaube ich, annehmen. Aber aktuell würde ich es ablehnen, weil mir macht das ganze Ding hier immer noch extremst viel Spaß. Also ihr wisst ja, meine Babys sind ja ganz klar Twitch und YouTube aktuell. Ja, ich würde lustigerweise, glaube ich, auch nicht für 10 Millionen aufhören. Tatsächlich, weil ich weiß nicht, das macht einfach, ich finde, das macht doch einfach zu viel Spaß, das Ganze zu machen. Man müsste ja mal überlegen, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, du kriegst 10 Millionen, aber darfst nie wieder im Social-Media-Bereich aktiv werden irgendwie. Digga, mein komplettes Leben wäre einfach vorbei. Ich würde halt wirklich gar nichts mehr machen. Und also klar, wenn man 10 Millionen ordentlich anlegt oder auch so davon lebt normal, dann ist das halt schon safe. Aber die Möglichkeit zu haben, dass du noch mehr verdienst mit dem YouTube-Zeug, ist halt selbst bei mir, glaube ich, gar nicht so unwahrscheinlich. Wenn es noch länger so läuft oder weiter hochgeht wieder, dann würde ich sagen, kann man da auf jeden Fall was machen. Also gerade jetzt im Büro wollen wir ja wieder mehr durchziehen. Also ich würde es auch nicht annehmen. Also 10 Millionen nicht, 20 Millionen wäre, glaube ich, so die Grenze, wo ich sagen würde... L ist Twitch und YouTube, beides so eine geile Zeit wie so gefühlt noch nie. Sowohl streaming-technisch, also von der Dauer des Streams und den Video-Uploads auf YouTube, natürlich aber auch... Dann könnte man nicht mal die 10 Millionen investieren für ein AVK-Interview. Der AVK würde trotzdem ablehnen. Der Lohncheck, der am Ende in meine Tasche kommt, was ich mit den 10 Millionen machen würde, zu den anderen 10 Millionen legen. Lol. Versteht ihr, erst reich? Ich habe keine 10 Millionen. Schön wär's. Wenn ich jetzt Cringe. 10 Millionen hätte, dann würde ich mit großer Wahrscheinlichkeit, Big Mac schreibt bestimmt schon parallel, alles in Bitcoin. Dann würde ich das Haus hier abbezahlen. Also, ich habe ja einen Kredit laufen. Und wenn ich den Kredit vorzeitig auflösen will, muss ich Strafzinsen zahlen. Aber wenn ich 10 Millionen übrig hätte, dann würde ich das Haus hier komplett abbezahlen, dass das komplett meins ist und ich keine Kredit mehr bei der Bank habe. Dann würde ich mir ein Haus oder eine schöne Wohnung irgendwo im Süden holen. Das muss nicht Malta sein, das kann Malle sein, das kann Spanien sein, das kann Griechenland sein. Irgendwo, wo die Sonne viel, viel scheint und nicht in Deutschland. Sagen wir mal, das Haus müsste ich hier noch knapp, sagen wir mal, 900.000 abbezahlen. Eine Boah. Schöne Ferienwohnung oder ein schönes Haus oder eine schöne Wohnung. Sagen wir mal, auch dick würde ich so mit ein... Wie teuer ist dein Haus eigentlich? Also so insgesamt, so wie wir einziehen, also gekauft ungefähr, also unter 600.000 auf jeden Fall ein bisschen. Das Ding ist, wir haben komplett reingeschissen, muss ich einfach mal ehrlich so sagen. Guck mal, unsere Küche, der Typ von der Küche, Digga, der ist klug, der ist sehr klug und es hat einfach absolut geklappt. Ich habe ihm gesagt, okay, Küche will ich nicht mehr als 30.000 bezahlen, ne? Weil es ist eigentlich eine relativ kleine Küche und das ist wahrscheinlich auch nicht das Haus, wo ich jetzt für immer wohnen möchte, sondern das, weiß nicht, vermiete ich halt irgendwann weiter oder so, ne? Wenn ich halt was richtig hole, wenn ich dann was Größeres holen kann. Das ist erstmal so ein Sicherheitshaus, sag ich mal. Und dann hat er uns, das ist die geilste Küche ever gezeigt, für 45.000. Und ich so, ja, okay, Digga, hasst mich. Es ist absolute Geldverschwendung, absolut, weil es ist halt echt nur so eine kleine Küche. Die ist heftig, wirklich. Die ist so unnormal heftig. Vielleicht kann ich euch sogar tatsächlich ein Bild zeigen. Ich guck mal, weil später seht ihr die eh. Ich überlege mal, wen habe ich das geschickt? Meiner Mom auf jeden Fall. Mal gucken. Dickpics, wartet. Noch mehr Dickpics. Wo habe ich ihr das geschickt? Noch mehr Penisse. Das ist schon zu weit hinten. Das muss irgendwo hier sein. Warte. Weil ich zeige euch mal ein Bild. Okay, warte. Hier wurde das Haus angefangen zu bauen. Das müsste irgendwo hier sein dann. Da. Okay. Was zeige ich euch? Das hier sieht gut aus. Das ist unsere Küche. Die ist krank. Die ist wirklich mega krank. Also, das ist nicht ganz da. Diese Kochinsel wird noch gerade gesetzt mit dem Dings.
Aber Digga, das ist, da konnte ich nicht Nein sagen, wirklich. Da konnte ich absolut nicht Nein sagen. Also mega krass. Wir haben einfach zwei Backöfen, wir haben einen Weindingsschrank irgendwie und andere krasse Dinge. Und das wird heftig. Ja, und da machen wir dann auf jeden Fall die Dings. Wie heißt das denn? Irgendwas machen wir da auf jeden Fall mit. Die Koststreams, ja, wenn man Talk. Bis 2 Millionen rechnen. Nee, also ich meine jetzt eine richtige Luxuswohnung oder Luxushaus, sind wir bei 8 bis 7 Millionen, sagen wir 700. Trinkst du Wein? Ja, ich trinke ja generell eigentlich nicht so viel Alkohol, du kannst da ja theoretisch alles reinmachen, also eine Jim Beam Flasche würde da ja genauso gekühlt werden, aber tatsächlich so in letzter Zeit, muss ich sagen, ja, geht eigentlich ganz fit. Also ich glaube so insgesamt mit so allen Kosten, alles was wir noch zusätzlich reingehauen haben, weil auch unser Elektriker, Digga, da haben wir auch nochmal 25.000 draufgehauen, wirklich, es ist echt... Ist unnormal, aber wir haben also alles einfach, ne? Ich habe einfach gesagt, alles HomeSmart, irgendwie krasser Serverschrank, alles Sicherheits, was geht, komplett. Das ist wirklich, also es ist lächerlich, ne? Und Badezimmer fange ich auch nicht an, das ist jetzt auch nochmal irgendwie so 30.000 oder so mit einer Whirlpool-Badewanne. Dann haben wir da eine extra Wand reinbauen lassen, wo dann so Schränke sind und auch überall das Heftigste und die Toilette wird per Touch bedient und so. Also zum Spülen, du musst gar nicht berühren, du machst einfach nur so darüber, das ist... Das ist schon krass. Also deswegen glaube ich, am Ende landen wir so bei 800.000 oder so. Das ist schon echt heftig, ne? Also wahrscheinlich werde ich da dann doch länger wohnen, so wie es aussieht. Boah, eine Whirlpool-Badewanne, Digga. Die werde ich nie nutzen. Aber wie heftig ist es, eine Whirlpool-Badewanne zu haben? Ehrlich. 7,5 Millionen hätte ich noch. Bruder, und dann würde ich den Rest investieren in Kryptowährung, in andere Sachen. Du hast mir nicht ausgenommen. Bruder, wir haben beim, also quasi einfach, also bei einem Luxus-Küchenhersteller gekauft, das... Ist komplett normal, Digga. So, das ist halt kein billig Ikea-Schrott, den du dir für 1000 Euro da reinstellst, sondern das ist alles maßangefertigt, alles von den heftigsten Firmen, die es halt gibt und das ist halt teuer. So, das ist komplett normal, Digga. Und dann würde ich einfach leben, Digga. Und ich glaube, ich würde ein Konto einrichten, wo sowohl ich als auch meine Freundin Zugriff drauf hätten, wo, sag ich, wo ich mal eine Million drauf habe, einfach fürs Leben, für die nächsten Jahre weitergedacht, wo man... Das aus meinem Mund zu hören, Sachen fürs Kind holt, eventuell dann irgendwann mal. So würde ich es dann vielleicht machen, ja. Ich dachte für seine Freunde. Ja, ich habe jetzt ein Konto für uns gemacht, für uns fünf. Ist 1 Million drauf. Macht, was ihr wollt. Das wäre eigentlich echt lustig. Du machst so ein Konto mit so Freunden, mit so 4, 5 Freunden und packst irgendwie so Geld drauf, so keine Ahnung, 10.000 oder so. Und dann machst du so ein Experiment und schaust einfach mal, wer wie viel Geld davon abhebt und was wer davon kauft. Und ob überhaupt jemand daran geht oder ob die Leute sich so denken, ja gut, keine Ahnung. Ist jetzt ja schon weird, einfach das Geld zu nehmen, ne? Am Ende nimmt einfach einer alles und haut irgendwie ab damit. Ja, aber es gehört ihm ja. Der kauft damit irgendwie so eine neue Einrichtung oder so und dann ist das Geld weg. Nein, es war kein Leak. Ich habe einfach nur für die Zukunft geredet, falls es einfach mal so sein soll, die Idioten. Und ich würde mir wahrscheinlich noch ein kleines Konto einrichten, das nur für Papa Monte ist, wo ich drauf zugreife, wenn die Sonne mal wieder lacht. Auf Malta oder so. Also 9 Millionen dann. Ich bin ja schon an einem Punkt, nicht jetzt auf abgehoben, ich bin ja an dem Punkt, wo ich mir die Sachen, die ich schon immer mal haben wollte, mir gekauft habe. Deswegen habe ich eigentlich auch nicht so viel Bedürfnisse. Sagen wir jetzt mal einen großen Fernseher kaufen oder einen geilen PC oder so. Da, also die Sachen, die ich ja eigentlich schon haben wollte, habe ich mir schon gegönnt. Deswegen würde ich das Geld viel Geld auch investieren. Nice, gerade die Diskussion gehabt vor ein paar Tagen. Du sagst ja mal, du siehst dich nicht mit Kind. Jetzt ja. Aber ist bei mir tatsächlich aber auch genau das Gleiche. Also ich bin natürlich nicht auf dem Level von Monte. So ein paar Sachen kann man sich natürlich immer noch mal holen. Aber auch so, ich wüsste jetzt gerade halt auch so gar nicht, okay, was muss ich mir jetzt noch unbedingt holen? So, eigentlich habe ich alles, muss ich halt sagen. Ne? Gut, klar, ein besserer Fernseher geht jetzt immer, solche Sachen halt, aber so an sich, keine Ahnung. Geiler Rechner, Spielsachen, Gravitrax. So, ich habe eigentlich alles, was ich brauche, ne? Du willst auch ein Audi R8 haben? Nein, ich will ein Audi A8 haben und den bekomme ich auch. Digga, das war auch... Ey, Junge. Audi. Einfach Audi. So, guck mal, ich habe das Auto ja bestellt irgendwie im Mai oder so. Und die meinten halt so, die Auslieferung ist halt, ja, wahrscheinlich so bis Ende des Jahres, maximal Januar oder so. Und dann letzte Woche war das, hat mich dann der Audi-Vertriebsleiter von meinem Ding da halt angerufen und meinte so, jo, es gibt ein kleines Problem, bla bla bla, kommen Sie mal vorbei. Dann bin ich da halt hingefahren und der meinte so, jo, die Herstellung hat da quasi gesagt, ihr Auto kann nicht mehr hergestellt werden, weil jetzt irgendwie neuer A8 rauskommt und die produzieren jetzt irgendwie dafür und deswegen können die Teile vom Motor irgendwie nicht mehr geholt werden. Und ich dachte so, ey, das ist nicht euer Ernst, oder? Also vor allem einen Monat, bevor das Auto kommen soll, sagen die so, ey, ja, wir kriegen es übrigens nicht hin. Ey, da dachte ich mir so, ey, das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Der kann natürlich halt nichts dafür, ist ja klar, das ist halt irgendein Vertriebsleiter halt. Ich habe dann halt so gesagt, ja, weiß nicht, halt scheiße.
Ich habe ja gesagt, okay, wenn es jetzt ein anderer Motor werden würde, würde ich es mir überlegen. Ansonsten war halt die Überlegung, dass ich quasi erstmal einen anderen A8 lease für ein Jahr und dann den neuen bestelle und dann halt direkt den neuen habe. Das Ding ist, ich jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich YouTuber bin, ich denke mal, die haben doch so Druck gemacht, weil es auch einfach dreist ist. Hat der Typ mich aber einen Tag später angerufen und meinte so, dass da irgendwelche krasseren Leute bei Audi, also die noch höher sind als der Vertriebsleiter, keine Ahnung, da irgendwie Druck gemacht haben, und jetzt kriege ich ihn doch. Ich kriege ihn wahrscheinlich die Woche vor Weihnachten sogar. Ja, wenn ich dir jetzt nicht, ich dachte wirklich so, ey, das ist nicht dein, euer scheiß Ernst. So, weißt vor allem, ich meine, ich habe ja mein jetziges Auto auch nur noch bis Februar. So, das heißt, selbst wenn ich jetzt sagen würde, ja, okay, dann Audi, du kannst mich mal, ich gehe jetzt zu einem anderen Hersteller, wenn ich mir da jetzt irgendwas neu zusammenbauen lasse, den kriege ich ja auch nicht in 3 Monaten. Das heißt, Audi hat mich extra so lange warten lassen, bis ich gar keine andere Möglichkeit gehabt hätte. Gut, ich hätte natürlich jetzt ein fertiges Auto leasen können irgendwo, aber wo ich auch gar kein, nichts Neues für mich konfiguriert herkriege. Das ist echt... Doch, klasse. Ja, Bruder, man wird L. Aber wie gesagt, hat auf jeden Fall gepasst, ne? Ja, der Audi A8 L wird das. E-Tron sogar. Ja, weil ich tue was für die Umwelt. Alter und weiser. Ich habe lustigerweise, ich habe heute gerade darüber nachgedacht, als ich mit meiner Süßen losgefahren bin, hab ich Classic, also die Classic-Playlist bei mir im Auto angemacht. Ich weiß gar nicht, ja, und vielleicht die Frage, was würde ich mit 10.000 Millionen, was würde ich mit 10 Millionen machen? Auch eigentlich eine gute Frage, ne? Ich glaube, ich würde mein Haus auch direkt abbezahlen wahrscheinlich. Ich würde direkt ein neues Haus noch dazu kaufen. Würde dann aber, glaube ich, meine Mutter im jetzt, also in dem Haus wohnen lassen und würde dann so ein neues, großes holen mit so Pool und was einfach krass aussieht und solche Sachen. Würde da mit meiner Freundin, also mit meiner Familie halt wohnen. Dann, ja, würde ich mir vielleicht echt auch noch so ein Ferienhaus irgendwo gönnen. Und ich glaube, den Rest würde ich wahrscheinlich irgendwie auch anlegen dann einfach, ne? Vielleicht noch ein paar Wohnungen, Mehrfamilienhäuser kaufen oder so, die man dann vermietet, damit man Geld wieder reinkriegt oder so. Oder, ja, war ja gut, Aktien ist immer eher was Langfristiges, würde ich sagen. Aber halt sowas und dann halt anlegen, den Rest, denke ich. Ne? APK-Interview kaufen. Dann habe ich noch 500.000. Track Leaf, Bruce Springsteen, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn sie jetzt schwanger wäre. Für mich wäre es, glaube ich, immer noch ein bisschen zu früh, obwohl ich schon 33 bin. Alles gut, Monte, wir verhüten, da passiert nichts. Da kann ich dich beruhigen. Aber der Zeitpunkt wäre wahrscheinlich noch zu früh. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin da ganz ehrlich zu euch. Aktuell liegt mein Fokus darauf, glücklich zu sein. Sowohl Twitch- und YouTube-technisch, als auch privat mit meiner Partnerin. Und am Ende des Tages, egal ob ihr da draußen oder ich habe den Segen, dass ich es als Hobby machen, also mein Hobby zum Beruf gemacht habe, geht es ja auch ums Geld verdienen. Wenn ich jetzt, also es hört sich doof an, wenn ich jetzt sagen würde, yo, ich höre jetzt auf, weil ich habe jetzt ein Kind, dann ist es okay so, aber dann würde ich mir vielleicht irgendwann denken, ich habe die Chance verpasst, für mich und meine Familie noch mehr auszusorgen. Und jetzt habe ich eine gute Phase in meinem Leben, wo ich hungrig immer noch bin, mein Ding zu machen und Geld zu verdienen. Und diese hungrige Phase muss man einfach auch irgendwo nutzen. Wenn du diese Phase nicht nutzt, du weißt nicht, ob du diese Phase nochmal in deinem Leben hast. Klar, wenn jetzt irgendwie durch ein, keine Ahnung, Missgeschick oder so das zustande kommen sollte, was jetzt nicht der Fall ist, aber dass meine Freundin sagt, sie ist schwanger, so dann wird man da auch eine Lösung finden und einen Weg, der auch schön ist. Zum Beispiel die Treppe runter. Aber ich habe vorhin drüber nachgedacht und ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt gerade wäre es noch zu früh für mich. Du hast indirekt ausgesorgt, zwecks Investition von Wohnung, Haus. Ja, ich weiß ja so, ich finde es eigentlich krass, ne, wie unterschiedlich da generell halt so die Personen sind. Woi, dankeschön für die 510 Bits. Weil in meinem Freundeskreis zum Beispiel gibt es halt auch irgendwie nur außer uns jetzt so ein, zwei andere Leute, die tatsächlich noch Kinder haben. Und bei uns ist es halt auch so, es gibt halt Leute, die haben schon Kinder und weiß nicht, die gehen da auch voll drin auf und feiern das auch. Und ich habe halt auch Freunde, die sich das halt noch überhaupt nicht vorstellen können und die auch teilweise irgendwie so 30 sind schon oder so. Ich finde das voll krass, wie unterschiedlich da einfach so Menschen sind, weil ich wollte ja schon, zum Beispiel schon immer früh Kinder haben. Ne? Ich fand das ja schon immer sehr, sehr cool und habe das ja auch gefühlt, als Gina dann schwanger war. Klar, ich sag mal jetzt, ja, die ersten Jahre, das macht keinen Spaß, so niemand hat Bock auf ein Baby, so. Man hat ja Lust, wenn man dann mit dem Kind was unternehmen kann, so Fußball spielen oder whatever. Oder ein Paffen, keine Ahnung, Dinger schmeißen, mal gucken, was dann so geht bei der Einschulung. Und andere Leute bei mir sind halt so 30 oder so und können sich das auch so gar nicht vorstellen, ne? Oder haben dann auch so noch kein so richtig geregeltes Leben, sage ich mal, sodass die halt teilweise auch Probleme, das heißt Probleme haben, aber ist die Wohnung jetzt, dass man sich so denkt, ja, okay, ich lasse denen das Geschirr da halt mal 2 Tage liegen, so, ne? Ich meine, wir müssen es ja quasi direkt machen, ne? Das ist echt stressig. Aber finde ich krass. Das werden deine Kinder in der Zukunft dir danken. Nee, das stimmt nicht, Digga. Und ich sag dir auch, warum. Aber ich finde tatsächlich auf jeden Fall,
Also ich glaube auch so YouTube-technisch muss man halt sagen, war es für mich auch zu früh. So, weil ich merke ja halt selber, dass man so ein paar Sachen auf jeden Fall dadurch halt nicht mehr richtig durchziehen kann. Ne? Zum Beispiel halt Videos oder so. Also klar, Gina hat jetzt sich dagegen, wenn ich mal länger sitze oder so. Aber manchmal kann das schon anstrengend sein. Ne? Auch gerade, wenn man jetzt morgens aufstehen muss, kann ich halt abends auch nicht so lange streamen. So, wenn ich jetzt halt bis 2 Uhr morgens streame und ich muss morgen um 7 Uhr aufstehen, klar, kann man machen, bin ich aber den ganzen Tag tot. So, ne? Aber ich find's auf jeden Fall cooler, Kinder zu haben. Und ich denke mal, gerade wenn du noch eine Partnerin hast, die dich unterstützt und vielleicht mal eine Babysitterin, wenn wir uns drum kümmern nach 2 Jahren, dann glaube ich, kriegt man das doch eigentlich ziemlich gut unter ein Dings, ne? Und ja, ich finde, dass es halt deutlich angenehmer ist. Woi, dankeschön für deine 5 verschenkten Subs. Absolute Ehre. Wir jetzt hier gerade mal offen reden. Die Eigentumswohnung, die 2 Stück, die ich habe, würden mir einen, also aktuell monatliche Miete bringen von, sagen wir mal, 1.300, 1.400 Euro zusammen, die ich bekomme für die 2 Wohnungen monatlich. Ich bezahle aber nur alleine für dieses Haus monatlich eine Rate von 3.500 Euro. Boah. Da ist ja schon der Fehler in der Matrix. Klar bezahle ich hier diese monatliche Rate. Ich habe einen Kredit für dieses Haus aufgenommen, der über 10 Jahre läuft. Diese Berechnung beinhaltet... Ui, danke für 10 Subs. Verdoppelt sie jetzt immer? Bin dabei. Aber auch, dass ich jährlich einen Sonderabtrag leisten, eine Sonderzahlung leisten kann von 100.000 Euro. Und aktuell ist es für mich kein Problem, 100.000 Euro im Jahr zu bezahlen. Aber wenn ich das irgendwann nicht mehr hätte, dann ist es alles schwieriger. Und wenn wir jetzt ganz offen und ehrlich reden, gehen wir davon mal aus, was ja nicht der Fall ist. Ich hätte 7-stellig in Krypto. Dann ist es etwas, was ihr gerne alle hättet, weil ihr denkt, damit hat man ausgesorgt. Und mit Sicherheit hat Krypto auch Zukunft. Aber das ist eine Investition, die auch jederzeit so sein kann. Es ist unwahrscheinlich, aber es könnte auch jederzeit dieses Risiko bestehen, dass dieser gemacht wird und aus 1 Million Euro beispielsweise sind 100.000. Ich mag Bargeld auch nicht, gerade nicht auf dem Konto wegen Inflation. Alter, ich feiere Bargeld auch nicht. Also gerade Bargeld auf meinem Konto finde ich immer sehr schlimm. Und es wird jährlich immer weniger. Ja, ihr wisst, was ich meine. Naja, lass uns bitte nicht auf der, also... Ja, ich finde das krass, wie viel er für sein Haus bezahlt. Ich glaube, wir zahlen an Rate 1.300 Euro oder so. Weil das ist halt auch echt krass, ne? Hast du oder wirst du jemals irgendwas über deine Investitionen oder Einkommen offenlegen? Ja, Digga, ich sag doch ganz offen, was ich verdiene. Also ich sag halt nur nicht, was ich bei Placements kriege, weil das ist immer schlecht für Verhandlungen, wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, die haben 10.000 bezahlt und dann kommt irgendwie Partner B und sagt so, hey, wir zahlen 12, dann wollen wir auch nur 10 zahlen. Das wäre halt dumm. Aber jetzt so YouTube-Einnahmen zum Beispiel oder so, da gehe ich halt ganz offen mit um, ne? Also ich sag ja auch, in was ich halt investiere, sind halt Aktien gerade. Mein Haus offensichtlich, ne? Wo ich halt sehr viel Geld reinstecke. Ich habe mal so minimal angefangen, P2P-Kredite zu machen, aber halt nur irgendwie so 2.000 Euro mal oder so, also jetzt auch nicht die Welt, da wollte ich nur mal ausprobieren. Und jetzt will ich halt ein bisschen in Krypto auf jeden Fall halt gucken, ne, was da noch so geht. Danke sehr für die 1,50. Ich finde den Talk gerade sehr angenehm. Lass uns jetzt nicht auf diese Krypto drauf aufhängen. Eins kann ich euch sagen, inshallah werdet ihr alle... Ich finde das halt eigentlich voll krass, so weil... Also ich finde generell, ich glaube, so fast jeder eigentlich, der halt so normal arbeitet, oder sagen wir mal Partner, wenn du jetzt einen Partner hast, der auch, sagen wir mal, vielleicht so, ja, wenn ihr so 1,8 vielleicht im Monat verdient oder so, oder vielleicht 2, dann kann man sich, finde ich, eigentlich sich schon ohne Probleme eine kleine Eigentumswohnung oder ein Haus leisten. Müssen wir überlegen, ich muss halt nur 1.300 Euro dann im Monat zahlen, ne, plus irgendwelche Versicherungen und Steuern, blablabla, okay, die da noch ein bisschen halt mit draufkommen so, aber für die Wohnung hier zahle ich halt effektiv mehr. Und es gehört halt nicht mir. So, ich habe ja lustigerweise schon, bevor es halt so krass lief, habe ich ja schon mal versucht, eine Wohnung zu kriegen. Das war, bevor ich meine Steuerschulden habe. Das habe ich ja schon mal in einem Video erzählt. Und auch da, so weißt du, so das Ding ist, diesen Kredit zu bekommen, also der Bank zu erklären, so, Bruder, das sind, weiß ich nicht, das wäre, glaube ich, sogar eine Rate von 900 Euro gewesen. Digga, die kriege ich hin. So, ich zahle jetzt auch Miete, die 900 Euro ist. Und da habe ich dann eigene Wohnung. So, ne, versteht ihr, was ich meine? Ja, das ist halt immer, ne, das ist immer schwierig, halt den Kredit zu kriegen, aber so dieses Abbezahlen ist eigentlich, weiß ich nicht, finde ich gar nicht so schwer, so, ne? Ja, und man braucht halt auch noch Eigenkapital, das darf man nicht vergessen bei den meisten halt, ne? Du musst ja die Nebenkosten auf jeden Fall selber tragen, ne? Also Notar und Grunderwerbsteuer und so, eventuell Immobilienmakler, was ich bis heute nicht verstehe, Digga. Ey, Immobilienmakler, größte Abzocke der Welt, oder? Ich verstehe es doch nicht. Also ich gucke ja auch selber manchmal jetzt irgendwie nach Häusern oder so, oder Mehrfamilienhäusern, die man so bei Immobilien-Scout sieht. Und dann scroll ich halt runter und da kriegt dann irgend so eine Immobiliendame oder natürlich Mann, kriegt dann irgendwie, keine Ahnung, 20.000 Euro Provision. So, wo ich mir so denke, Bruder, das Einzige, was du gemacht hast, ist da hinzufahren. Du hast die Bilder online gestellt
Okay, du machst mit mir noch einen Termin, dass wir uns dann da halt treffen. Da machst du vielleicht noch so ein bisschen den Vertrag. Das meiste macht ja sowieso der Notar. Und dafür kriegst du 20.000 Euro. Digga, wofür? Und ich verstehe auch nicht, wer so dumm ist und sein Haus mit einer Immobilienfirma verkauft. Digga, jeder kann das einfach so bei Immobilienscout reinstellen. Und der Vertrag macht ja eh der Notar. Also da bist du ja sowieso auf der sicheren Seite. Es ist ja nicht so, dass wenn ich das jetzt privat mache, dass ich mies abgezogen werde. Ich meine, es ist sogar so, dass die Person, die das Haus verkauft, auch Provision darauf zahlen muss. Aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, Käufer und Verkäufer müssen jeweils die Hälfte zahlen. Meine ich, bin mir aber gerade nicht so sicher. Warum, Digga? Da verzichte ich doch nicht auf 20.000 Euro, Digga. Da würde ich dir einen Monat für arbeiten von mir aus. Es ist wirklich keine Ahnung. Ich finde, das ist Immobilienmakler weird irgendwie. Keine Ahnung. Weil ich hatte das zum Beispiel auch mal. Das habe ich auch nicht verstanden so. Wo ich eine eigene Wohnung holen wollte, habe ich mir eine angeguckt gehabt über einen Immobilienmakler so. Und ich wusste das tatsächlich halt damals noch nicht, dass ich den zahlen muss, weil ich dachte mir so, ja, keine Ahnung, das wird ja schon die machen, die Wohnung vermietet oder von der ich das übernehme, weil die hat den ja angestellt, dass der die Wohnung vermieten soll. Und dann habe ich halt so gesagt, ja, okay, ich würde die Wohnung nehmen. Und dann hat er mir auch so eine Rechnung geschickt, so über 800 Euro oder so. Wo ich mir so denke, Digga, willst du mich verarschen? Also ich hatte das Geld auch tatsächlich gar nicht so, ne? Und ich habe dann tatsächlich halt so gesagt, ey, das kann ich mir halt nicht leisten, so, ne? Ich bin da halt raus. Und der war auch so korrekt, dass er dann gesagt hat, ja, okay, dann ist es halt egal. Aber ich verstehe es nicht. Warum macht man das? Also es ist ja halt faktisch so, dass es ja Leute gibt, also so Käuferschaft, die du verlierst, wenn es ein Immobilienmakler macht, weil man den nicht bezahlen will, weil man vielleicht auch das Geld gar nicht hat. Und gerade bei Häusern, überleg mal, wenn das jetzt 1 Million kostet und die kriegt irgendwie 2,5% davon, dann sind das ja schon 25.000. Über 25.000 einfach weg. Du hast ja nichts davon. Du hast keinen Vorteil, gar nichts. Es ist nicht so, dass die dir so viele Arbeiten wegnehmen, dass es halt cool ist. Ich verstehe es nicht, wirklich. Ich verstehe es nicht, wer sein Haus damit bezahlt. Wer da einen Immobilienmakler ranholt. Keine Ahnung. Es macht für mich keinen Sinn. Gerade bei so teuren Objekten natürlich noch, ne? Oder selbst bei der Wohnung. Digga, das war eine Einzimmerwohnung, da hätte ich 400 Euro Miete gezahlt und soll diesem Immobilienmakler 700 zahlen oder 800 oder so. Hä? Für was? Dafür, dass der mir einmal die Wohnung gezeigt hat? Ich könnte mich da den ganzen Tag drüber aufregen. Wir gucken weiter, Alter. Irgendwann das haben, was ihr möchtet. Der eine möchte nur ein Haus für seine Familie, was er sich leisten kann. Der andere möchte auswandern. Der andere möchte sich selbstständig machen auf der Karibik als Tauchlehrer. Mein Kindheitstraum. Und inshallah, ich gönne euch das allen. Aber tut mir bitte nochmal einen Gefallen, wo wir jetzt aufstehen. Oh, wui, 20 Euro, Dankeschön. Oder was geht eigentlich bei dir, Alter? Krank, heute Ja, schon eine ich Folge des glaube, Hapsen über so rausgehauen. Investitionen etc. nochmal gerade geredet haben. Hört nicht immer auf irgendwelche Arschlöcher im Internet oder so und investiert euer Geld nicht blind in irgendwas. Wenn ihr jemand. Blazin' Daniel Kreis. Ja, das Ding ist bei mir, ich rede da schon wieder so viel, ne? Ich hab Bock, Digga, ich hab richtig Bock heute, geiler Stream. Macht Laune einfach. Bei mir tatsächlich, ich bin irgendwie so ein richtiger Alpha-Allmann irgendwie, was so die Zukunftsplanung irgendwie angeht. Also ich kann mir als safe noch vorstellen, so noch so zwei, drei Kinder beispielsweise. Und mein Ziel war es auch eigentlich immer Haus zu haben, geiles Auto zu haben, ja und Freiheiten halt im Leben zu haben, ne, was so finanziell und so weiter angeht. Und weiß ich nicht, ich bin da so richtig der Alpha-Allmann. So, das ist ja so dieser typisch deutsche Traum irgendwie, weißt du, so, ja, ich gehe jetzt arbeiten, dann kann ich mir mit 40 ein Haus leisten, dann hole ich mir noch ein schickes Auto, hab hier die Familie, Digga, und dann ist das mein Leben. Aber ich weiß nicht, genau so ist das irgendwie bei mir. Kein Plan, warum, ey. Habt, dem ihr zu 100% vertraut, der euch mal einen Tipp gibt, ein langjähriger Freund, dann ist es was anderes, als wenn ihr irgendeinen Idioten im Internet, der bei TikTok ein Video hochlädt und sagt, ey, investiert da rein, Moi, in 10 Jahren Dankeschön. da Kommen noch investiert. Infos zum Trinker. Wie zum Trinker. Millionäre. Wisst ihr, warum er das macht? Er macht es nur, um sich zu profitieren. Investieren, ich weiß aktuell noch nicht einmal, wie ich meine nächste Miete zahle. Aber Bruder, aber auch dir sage ich voraus, du wirst auch eine gute Phase in deinem Leben haben. Wenn du jetzt aktuell Probleme hast, wie du deine Miete zahlst, ich kann es nachvollziehen. Bruder, wenn ich du wäre, würde ich einfach das ganze Geld an Montana Black raushauen. Bots oder was? Krank, Ich wenn war ich die zwar nie in sehen der würde. Situation, dass ich nicht wusste, wie ich mir meine Miete zahle, weil ich bei meinen Großeltern leben konnte, aber ich weiß, wie es sich anfühlt, seine Rechnung nicht zu bezahlen können oder Verträge abzuschließen und sie nicht bezahlen zu können. Ich weiß, wie es sich anfühlt, kein Geld für Essen, Trinken und sowas zu haben. Ich war 3 Monate obdachlos, also ich weiß ganz genau, wie es ist, zu fressen. Und ich glaube, das war auch immer so Ach, ein Punkt, Trikot, ah warum ja, okay. viele auch mir das gegönnt haben, weil sie. Ach so, ob noch Infos zum Trikot kommen. Ich dachte, du willst mir Infos zum Trinker geben irgendwie. Ja, wir haben jetzt tatsächlich eine Vorlage schon da liegen. Ich muss aber nochmal gucken, halt, wie wir das jetzt machen, ne? Weil das Ding ist, bei dem, wo wir es jetzt bestellt haben, können wir halt keine Stutzen dazu nehmen. Das heißt, die müsste ich sowieso woanders holen. Da habe ich mir jetzt überlegt, einfach direkt alles komplett woanders zu machen. Ja, ich will es eigentlich aber auch jetzt langsam mal durchziehen, weil das.
Das zieht sich auch wieder so weit, das ist so nervig, ey. Viele haben es vielleicht schon mittlerweile vergessen, aber ich bin von ganz unten gekommen, Digga. Viel, viel weiter unten ging es eigentlich nicht bei mir. Also dann wäre halt nur noch die harte Drogensucht mit Heroin oder so. Also ich weiß, wie es ist, richtig Scheiße zu fressen. Gut, so schlimm war es bei mir natürlich halt nicht, ist klar, aber... Ja, also ich hatte ja früher auch halt, ne, hier Steuerschulden auf jeden Fall und ich hatte ja auch... Ne, Hartz IV am Ende des Monats nichts zu essen und so weiter, ne? Also das war auch schon ziemlich hart, ich war auch schon ziemlich weit unten. Ja, aber ich sag mal, keiner, das Ding ist halt, jetzt kommt natürlich drauf an, aber wenn der halt schon Miete zahlt und so, dann ist der wahrscheinlich, keine Ahnung, 20, 21 vielleicht. Wenn der halt irgendwann ausgelernt hat, also dann theoretisch kannst du natürlich dich immer selbstständig machen und eine krasse Idee haben oder so, aber ich sag mal, gerade in jungen Jahren ist es ja auf jeden Fall wahrscheinlicher. Da stehen ja trotzdem noch ein paar Türen mehr offen, ne? Da muss man halt irgendwann noch durchziehen. Halt immer nur so zu sagen, ja, das wird schon in Zukunft besser. Weiß nicht, ich finde, da muss man auch dran arbeiten halt, ne? Aber ich kann dir auch eins sagen, Digga. Nach so einem Untergang kommt auch so ein Aufgang. Und gerade dann, wenn du damit nicht rechnest, passiert etwas Gutes, Digga. Wenn du die ganze Zeit darauf hoffst, dass was Gutes passiert, Bruder, kannst du in den meisten Fällen lange warten. Oftmals kommt Gutes zu dir, wenn du damit gar nicht rechnest. Danke, wenn man denkt Swiss mit Folks, 17, 18, 19, 20, oh, mein Leben ist so und ich habe so viele Probleme. Dann kann ich das nachvollziehen, weil ich war auch mal in der Phase meines Lebens. Aber ihr habt gefühlt noch 60 Jahre vor euch. Und glaubt mir, mit 16, 17, 18, Digga, hat das Leben noch nicht mal richtig angefangen. Einfach mal Lotto spielen. Und ich muss euch traurigerweise auch sagen, das Leben wird noch viel, viel, viel beschissener in den meisten Fällen, Digga. Inshallah, mit 16, 17, 18 hast du die ganzen Hürden in deinem Leben, die noch kommen, noch gar nicht gehabt. Bruder, auch ich habe noch große Hürden in Zukunft zu tragen. Ich bin gesund, mir geht's gut, aber ich weiß es und ich habe davor Angst. Ich kann noch so viel Geld verdienen, Digga. Bruder, ich kann heute mit dem Stream Geld verdienen. Ich kann mit meinem YouTube Geld verdienen, Bruder. Ich gehe später in die Online-Casino und gewinne eine halbe Million. Spielt alles keine Rolle. Denn ich weiß, innerlich kommt noch so viel Negatives, was ich nicht aufwiegen kann mit Geld verdienen, Digga. Das ist einfach der Verlust von meinen Großeltern. Der wird irgendwann kommen. Nächste Woche? In einem Jahr, in zwei Monaten, ich weiß es nicht, Digga. Aber ich weiß, es steht bevor und ich habe davor Angst. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob du erfolgreich bist oder nicht erfolgreich bist. Ich habe davor Angst. Aber das ist leider auch das Leben. Leben wird genommen. Ja, es ist halt einfach das Leben, ne? Es ist halt einfach genauso, wie er sagt halt, ne? So, es ist ja einfach dumm, so ist passiert halt, ne? Es ist ja genau das Gleiche auch mit unseren Eltern halt, ne? Unsere Eltern werden alle wahrscheinlich vor uns sterben. So, irgendwann wird dieser Tag kommen, ne? Das ist unausweichlich so. Was jetzt am Freitag war ich mit meiner Oma unterwegs, weil wir eigentlich etwas Schönes gemacht haben und es war auch schön. Wir haben organisiert, dass die ganze Familie mit anhang, das wären 30 Leute, habe ich mit meiner Oma zusammen organisiert und ich bin ja für meine Oma eine große Stütze. So, sie ist ja jetzt auch mittlerweile 79 Jahre alt schon. Man merkt, sie wird natürlich älter. Da, wo ich ihr helfen kann, helfe ich. Und ich habe mit ihr zusammen organisiert, paar Kontakte zu gewissen Restaurants und ich habe organisiert, dass wir das ganze Restaurant für uns mieten. Ich gebe das auch aus, also ich bezahle das. Ich miete ein ganzes Restaurant und die ganze Familie, 30 Mann können kommen und alle können... Ja, ich gehöre auch zur Familie, ne? War das doch. ...free essen. Jeder kann von der Karte sich das nehmen, was er möchte. Es wird ein richtig geiles Fest. Ich freue mich darauf, Digga. Das ist schon geil. Das wird Opas 80. Geburtstag. Aber, Digga, ich habe das Ganze organisiert mit einem Weinen und mit einem lachenden Auge, weil ich mir gedacht habe, das könnte auch das letzte Mal sein, dass die ganze Familie zusammensitzt. Jeder wird irgendwann mal jemanden verlieren im Leben, den er liebt. Digga, das Schicksal ist schon geschrieben für uns alle. So sehe ich das. Und dann spielt es keine Rolle, wer oder was du bist, Digga. Und ich weiß natürlich, was einige mir jetzt sagen würden. Es ist nicht gut, da die ganze Zeit dran zu denken. Ich denke nicht die ganze Zeit. Also was ich euch auf jeden Fall als Tipp geben kann, also ihr könnt ja nicht das Leben von anderen halt quasi verändern, aber was ihr halt nicht vergessen dürft, so wie jetzt Monte zum Beispiel über seine Großeltern denkt, genauso denken ja vielleicht später mal eure Kinder über euch oder eure Freunde über euch. Und den Tod kann man zwar halt überhaupt nicht verhindern, aber man kann ihn ja halt schon eigentlich sehr krass herauszögern. Und ich kann euch halt nur den Tipp geben, lebt einfach gesund. So, versucht, dass ihr einfach so lange lebt, wie es halt geht, ernährt euch gesund, macht Sport. Klar, wir können trotzdem mit 30 Krebs kriegen und sterben, keine Frage. Oder ihr könnt auch trotzdem vom Bus überfahren werden. Aber alleine schon die Chance halt zu erhöhen, länger zu leben, hilft einfach. Weil wenn ihr später mal Kinder habt und, weiß nicht, ihr sterbt mit 60, weil ihr die ganze Zeit geraucht habt, weil euch die Gesundheit egal war, weil ihr halt kein Sport gemacht habt und so. Dann, also denke ich mir auf jeden Fall, würde das, ich war halt noch nicht in der Situation, aber ich persönlich jetzt, ohne dass ich die Erfahrung gemacht habe, würde es mir mehr wehtun, als wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Opa mit 98 verliere, der war topfit, der hat mit mir bis zum Ende gespielt und dann ist er einfach an Altersschwäche friedlich eingeschlafen. So, klar, der Verlust tut trotzdem weh, aber
Du wüsstest halt so, ey, der hat so voll das krasse Leben gemacht, der war bis zum Ende glücklich, beweglich. So, ich habe den mega lange gehabt, was ja auch einfach echt cool ist. Mein Opa ist gestorben, wo ich 5 war, deswegen habe ich das nicht so wirklich realisiert. Nehmen wir mal an, der würde mit 98 sterben, dann hätte ich den, wie alt war der? 60 vielleicht? 65, sagen wir 65? 32 Jahre, dann wäre ich 37. Also sein Opa mit 37 zu verlieren, wäre schon, ist ein gutes Alter auf jeden Fall, ne? Aber ich weiß nicht, ich kann euch auf jeden Fall halt nur den Tipp geben, halt, lebt einfach gesund, versucht euer Leben zu verändern dafür, dass andere dann halt nicht so lange trauern. Also, weil ihr da einfach länger gelebt habt. Die ganze Zeit dran. Ich versuche mich im gesunden Maße damit auseinanderzusetzen. Weil ja, Snapchat war hier irgendwelche Bots wieder drin. Ist auch etwas, also, es ist halt auch etwas, was viele machen und dann noch härter getroffen werden, glaube ich zumindest. Ich war noch nie in der Situation, dass ich einen geliebten Menschen verloren habe aus meiner Familie. Aber man sollte auch nicht die rosarote Brille aufhaben und denken, mir passiert sowas nie, ich muss mich damit nicht auseinandersetzen. Ich versuche mich schon in einer gewissen Art und Weise damit auseinanderzusetzen, dass irgendwann Leute, und gerade jetzt in Bezug auf meine Großeltern, rein von der Biologie her, so, ich bin jetzt 33, meine Oma und Opa sind beide 80. Und es ist ja relativ logisch, dass im normalen Leben die Großeltern vor einem sterben als der Enkelsohn. Und deswegen versuche ich mich auf einer gesunden Art und Weise damit trotzdem schon ein bisschen auseinanderzusetzen. Denn das Leben besteht halt nicht nur aus Friede, Freude, Eierkuchen. Das Leben besteht auch aus viel Schmerz. Und weswegen ich euch das jetzt hier alles gerade erzählt habe, ist halt so, lasst es euch einfach von mir gesagt haben. Natürlich gibt es auch Leute, die das, was ich gerade erzählt habe, schon durchgemacht haben in jungen Jahren. Sie sind 10, 11, 12, 13, 14, 15 Jahre alt und haben schon Familienmitglieder verloren. Mama oder Papa oder Oma, Opa oder Bruder, Schwester. Und das tut mir vom Herzen weh. Aber das normale Leben sollte nicht so sein. Und deswegen rede ich jetzt auch nicht von den Leuten, die das schon in frühen Jahren durchgemacht haben, sondern ich rede so vom normalen Leben. Und deswegen sage ich euch, zerbricht nicht daran, wenn ihr mal mit 17, 18, 19 ein bisschen Kummer und Sorgen habt, weil die Miete nicht gezahlt werden kann oder. Denn ihr habt noch 50, 60 Jahre vor euch. Das richtige Leben beginnt im Normalfall nicht schon mit 18, 19, 20. Dann beginnt zwar das normale Leben, aber die ganzen Kopfereien kommen erst später. Deswegen genießt diese frühe Zeit. Ja, und merkt euch eins, das ist der Abschluss vom Onkel Monte für euch. Merkt euch diese weisen Worte, finde ich, eine negative Phase, wo alles grau ist und trist. Alles ist scheiße und man wacht morgens auf und man fragt sich, für was wache ich eigentlich auf? Diese Phasen sind irgendwann vorbei wieder. Wie ich immer so schön sage, nach Sonnenuntergang kommt auch wieder Sonnenaufgang. Versucht aus diesen negativen Phasen, aus diesen Grau-Grau-Phasen, auch etwas Positives mitzunehmen. Das geht. Das ist sehr schwierig. Ich kenne es selber. Ich habe so viele Grau-Grau-Phasen hinter mir gehabt. Und Bruder, ich sag... Ja, es ist halt schon immer so, aber ich weiß, ich finde immer so, als erfolgreiche Person, finde ich, ist sowas halt immer relativ leicht gesagt. Also bei mir war es ja zum Beispiel auch genau das Gleiche, habe ich ja gesagt, ne, keine Ahnung. Mit Hartz IV aufgewachsen, in einem, das, was so deutsches Ghetto ist, sage ich mal, so richtig runtergekommen, zum Vater gezogen, verwahrlost und so weiter, dann zur Mutter zurück, aber immer noch halt... sehr arme Verhältnisse, dann weiß ich nicht, mit Ausbildung verloren, blub, blub, blub. Also klar, bei mir ging es auch immer rauf, runter, aber insgesamt halt nach oben. Aber ich bin halt eine Person, bei der das geklappt hat. So, oder zum Beispiel auch Monte. So, Monte war drogensüchtig, war obdachlos und er hat es geschafft. So, ne, da wo er jetzt ist, hat er es halt geschafft. So, aber wie viele Drogensüchtige kommen halt nicht wieder hoch oder schaffen nicht den Ausstieg so. Und ich finde persönlich, dass das immer gerade, wenn man halt die Person ist, die es halt geschafft hat, finde ich das doch immer relativ leicht zu sagen, so, ja, es kommen ja auch wieder Sonnenaufgänge. So, weil auch wenn es halt hart klingt, es kann auch sein, dass euer Leben einfach so bleibt. So, es gibt viele Leute, die, weiß nicht, sagen wir mal, du verlierst jetzt deinen Job und Monte sagt, ach, keine Ahnung, das wird schon. Es wird aber nicht. So, weiß ich nicht, du kriegst irgendwie Depressionen, du kommst in eine Spirale, du kommst da nicht mehr raus. Kann alles passieren, so ist das Leben halt. Ne? Und ich weiß nicht, deswegen, ich finde es immer so ein bisschen leicht einfach zu sagen, als erfolgreiche Person, so, ja, das wird schon nach oben gehen. Weil ich habe leicht zu sagen. So, ich kann auch einfach sagen, ja, es ist ja immer wieder gut gelaufen, so. Ist ja aber auch immer irgendwie Glück, dass man vielleicht die richtige Person gekannt hat oder dass man jetzt bei mir auch das richtige Video zur richtigen Zeit hochgeladen hat, solche Sachen. Und deswegen finde ich das mal leicht zu sagen. Aber klar, man sollte sich natürlich nicht hängen lassen, sondern einfach an sich arbeiten. So, ne, das ist, denke ich mal, das, was man auf jeden Fall halt nicht vergessen sollte. Auch wenn man halt unten ist, kann man immer hochkommen. Wie gesagt, ich habe ja auch meine Partnerschaft verloren, YouTube lief nicht mehr, nur noch D-Abos gemacht, irgendwie 15.000 Abos verloren. Digga, und jetzt stehen wir hier und ich habe über 1 Million Abonnenten, ABK komplett zerstört, Unge getroffen, ja. Und das ist das, worauf es im Leben ankommt.
Also ich kann euch nur den Tipp geben, macht einfach weiter und ja, wenn ihr irgendwann sterbt, sterbt ihr so. Jeder stirbt einfach, ne? Braucht ihr gar nicht drüber nachdenken. Macht einfach das im Leben, was euch Spaß macht, bildet euch weiter. Ja, wenn es zu Ende ist, ist es zu Ende. Aber versucht die Zeit zu nutzen. Ja, so wie es ist. Wenn es dir 2, 3, 4, 5 Monate gut geht und dann hast du so eine Phase, wo dir 2 Wochen richtig scheiße geht, 3 Wochen. Diese 2, 3 Wochen fühlen sich an wie 2, 3 Jahre. Du vergisst, dass es dir auch mal gut ging. Du siehst nur noch dieses Negative. Versuch, selber an dir zu wachsen, denn auch in diesen Negativphasen kannst du etwas Positives mitnehmen für die nächste negative Phase. Versuch daran zu wachsen, denn man sagt nicht umsonst, das Leben geht weiter, Digga. Egal, ob du heulend in deinem Bett liegst, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Tage. Ja, bei mir ist es auch so, jetzt natürlich jetzt nicht auf den Tod oder sowas bezogen halt, aber ich finde, man lernt auf jeden Fall was, auch gerade wenn du so Phasen hast, wo es halt gar nicht mehr läuft. Also bei mir ist es jetzt halt einfach so, zum Beispiel die YouTube-Phase, ne, wo ich meine Partnerschaft verloren habe, wo YouTube nicht mehr lief. Ich glaube, es gibt einige Leute, die da irgendwann auch gesagt hätten, so ja, okay, keine Ahnung, das wird halt nichts, ich bin hier raus. So, und ich habe mir damals ja schon gesagt, so nein, ich will nicht, dass das jetzt hier zu Ende ist, sondern habe ja dann einfach durchgezogen, habe dann später irgendwas an meinem Content verändert, bin vor die Kamera gegangen, ne, und dann lief das ja auch irgendwann wieder. Ich finde aber auch gerade, wenn es halt nicht läuft und du dich dann wirklich auch mal so damit befasst und so, du lernst auf jeden Fall halt sehr viel, auch für die Zukunft halt, ne. Also ich finde, dass ich irgendwie, seitdem es halt wirklich so längere Zeit gar nicht mehr lief, ich auch so ganz anders auf YouTube gucke. Also ich muss sagen, zum Beispiel vorher, jetzt nicht unbedingt jeden Tag, aber ich habe schon so, weiß nicht, wenn ich jetzt nichts zu tun hatte, mal so aktualisiert, so ja, kriege ich gerade Abos dazu, verliere ich welche. Und wenn du dann 10 Abos verloren hast, war so, scheiße, Digga, Leben ist vorbei. Und heute gucke ich gar nicht mehr. So ganz selten mal, ne, wenn ich jetzt in die YouTube-App gehe, klar, wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, ob ein Video grün ist oder so, ja, das sind halt oben die Abos. Wenn ich jetzt aktualisieren muss oder so, gucke ich schon, ob Plus oder Minus, aber mach mir da auch nichts draus. Und, ja, deswegen, ist easy. Die ersten 1, 2 Tage haben alle noch Verständnis für dich. Ah, Bruder, mach dir einen ruhigen, gönn dir einen Tee, eine Wärmflasche, whatever. ABKs Video ist da, wir gucken gleich. Die engsten Leute, die dich kennen, kein Verständnis mehr dafür und keine Geduld, weil deren Leben geht weiter. Die Erde dreht sich weiter, das Leben geht weiter. So, ich will kurz pissen. Ja, ja, schöner Real Talk auf jeden Fall. Ja, sehr nice. Finde ich cool.